Bitterer Dämpfer für die Rebels. Nach dem fantastischen Saisonstart mit 4 Siegen in Folge gingen die Berliner in den letzten beiden Auswärtsspielen in Köln und Braunschweig schon als Verlierer vom Platz. Und auch vor heimischer Kulisse gab es nun gegen die Gäste aus Dresden für die Rebellen nicht zu holen. Ja, die Saison fing für uns gut an, aber jetzt spielen wir gegen Teams, die richtig stark sind. Das kann man nicht leugnen. Wir müssen uns jetzt einfach mehr auf unsere Stärken konzentrieren. Dafür haben wir jetzt eine spielfreie Woche Zeit und die werden wir nutzen. Dabei schien es für die in Weiß spielenden Rebels anfangs noch rund zu laufen. Nach einem Pass von Quarterback Harris brachte Nikolai Schumann das Spielgerät in die Endzone und damit die ersten Punkte aufs Scoreboard. Keine Spur von der oft bemängelten Startschwierigkeit der Berliner. Doch die Dresdner nahmen im Laufe der ersten Hälfte das Heft immer mehr in die Hand und nutzten die immer häufiger werdenden Fehler der Hausherren gnadenlos aus. Unsere kleinen Fehler haben das Spiel entschieden. Wir hatten zu viele Ballverluste. Klar, das kann passieren, aber wir müssen jetzt nächste Woche im Training viele Sachen einfach bereinigen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir haben Fehler gemacht, die uns das Spiel gekostet haben. Vor allem gegen Dresdens Quarterback Garrett Saffron war kein Kraut gewachsen. Der Kalifornier kontrollierte das Feld nach Belieben und konnte sich durch seine Schnelligkeit auch aus brenzligen Situationen befreien. Der Trainer war begeistert. Ja, wir wissen, der Junge ist verdammt schnell. Er kann mit seinen Beinen aus Schwierigkeiten herauskommen. Und heute war es wirklich ein herausragendes Spiel von ihm. Ich weiß gar nicht, wie viele Yards er geworfen hat. Jedenfalls ein starkes Spiel von ihm, sowohl beim Werfen als auch beim Laufen. Das hat uns viele First Downs beschert. Ja, der hatte einfach einen richtig guten Tag. Ja, he had a good day. 20-45 verloren die Rebels am Ende gegen Dresden. In 2 Wochen müssen sie gegen Hildesheim ein anderes Spiel zeigen, um die Playoffs nicht aus den Augen zu verlieren.